Hallo und willkommen, liebe Zuschauer bei Weitblick, wo wir uns heute in das Herz Afrikas begeben werden, in den Kongo. Ein Land 6 bis 7 Mal so groß wie Deutschland mit einem ungeheuren Reichtum an Bodenschätzen. Und dennoch, oder vielleicht gerade auch deshalb, erreichen uns von dort seit Jahrzehnten nur Nachrichten über Krieg und Elend. Und es mutet fast wie ein Kampf gegen Windmühlenflügel an, was eine tapfere Schwesterngemeinschaft dort leistet. Und das wollen wir uns zunächst einmal ansehen. Erst jetzt habe ich es verstanden. Wenn sie die Menschen foltern, werden auch unsere Schwestern gefoltert. Weil wir mit den Menschen solidarisch sind. Solidarität mit den Menschen, Nähe mit ihnen. Was bedeutet das? Wenn es heißt, dass wir sterben müssen, dann sterben wir mit ihnen. Wenn es das Leben bedeutet, dann leben wir mit ihnen. Plünderung. Wenn sie ausgeplündert werden, dann werden auch wir beraubt. Auf jeden Fall ist unser Charisma nicht einfach. Es ist leichter, wenn kein Krieg ist. Wenn Friede herrscht, dann ist alles gut. Wenn es aber Krieg gibt, dann ist es, ich weiß nicht, wie ein Martyrium, wenn man den Menschen beisteht. Die Demokratische Republik Kongo, das drittgrößte Land Afrikas, hat viele Reichtümer. Mit seinem tropischen Klima ist es reich an Bodenschätzen, Wäldern und fruchtbarem Ackerland. Die Schönheit der Landschaft kann jedoch nicht über die Realität eines brutalen ethnischen Krieges hinwegtäuschen, der 2 Millionen Leben gefordert und viele heimatlos gemacht hat. Der Krieg zwischen Ruanda und Kongo dauert nun schon 4 Jahre an. Die Spannung dieses Konflikts ist ein ständiger Begleiter der Menschen in ihrem täglichen Kampf ums Überleben. Geschütteten Gebietes gibt es eine kleine afrikanische Ordensgemeinschaft. Ein Hoffnungsschimmer für die Schwachen und Vergessenen. Der Orden der Töchter der Auferstehung wurde von einer belgischen Nonne, Mutter Hadewig, von Pater Ingram und von einem holländischen Priester, Pater Werenried von Straten, dem Gründer des katholischen Hilfswerks Kirche in Not, 1965 gegründet. Der Anstoß dazu war die Idee für eine Gemeinschaft, die sich nicht aus europäischen Missionaren zusammensetzen, sondern eher afrikanisch sein sollte. Eine Gemeinschaft, die unmittelbar auf die Armut reagieren konnte, weil sie selbst die Armut lebte. Eine Gemeinschaft, die den Armen Bildung geben konnte, weil sie die Folgen des Analphabetismus am eigenen Leib erfahren hatte.
Eine Gemeinschaft, die medizinische Hilfe leisten konnte, weil sie selbst in der bitteren Armut lebte, die Nährboden für viele Krankheiten ist. Pater Werenfried war bei der Gründung seiner Eingebung gefolgt, dass einfache und arme Regionen in Afrika Ordensschwestern brauchen könnten, die unter ihresgleichen Zeugnis geben. Und genau das ist bei dieser Gemeinschaft der Fall. Schwestern, die ein äußerst einfaches Leben führen und den Menschen nahe sind, setzen sich in besonderer Weise für die Verkündigung des Evangeliums ein. Durch ihre Arbeit in den Bereichen der Medizin und Entwicklungshilfe geben sie ein lebendiges Zeugnis für Hingabe und Einfachheit. Das heißt, ein Zeugnis für Christus, der unter den Armen ist. Die Gemeinschaft Töchter der Auferstehung ist schnell angewachsen und zählt heute über 185 Schwestern, die in Kongo, Ruanda und Kamerun tätig sind. Das Ziel des Ordens ist es, Zeugnis für Christus abzulegen und durch die Liebe zu Christus den Ärmsten der Armen Glaube, Hoffnung und Liebe zu schenken. Wir schätzen die Töchter der Auferstehung sehr, denn sie stammen aus dieser Region. Sie kennen die Mentalität der Leute. Sie sind keine, wie soll ich sagen, wissenschaftlichen Schwestern, sondern sie sind so demütig, dass sie sich an alle Bedingungen anpassen. Selbst ihre Unterkünfte sind einfach. Sie leben wirklich inmitten der leidenden Bevölkerung und verbinden sich mit der Bedürftigkeit, dem Leid, der Situation der Menschen. Sie verkörpern das Herz der Bevölkerung. Die größte Geißel der afrikanischen Bevölkerung ist die Armut. 90% der Menschen leben unter der Armutsgrenze. Viele von ihnen müssen mit weniger als einem Dollar am Tag auskommen. In Anbetracht dieser bitteren Realität muss jede Gemeinschaft einen Weg finden, um sich selbst erhalten zu können. Der Tag besteht aus Gebet und dem täglichen Kampf ums Überleben. Alle Schwestern tragen diese Last gemeinsam. Dadurch, dass sie sich selbst erhalten, können die Schwestern nicht nur überleben, sondern auch anderen Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Viele Schwestern sind speziell ausgebildet und verfügen somit über verschiedene Fachkenntnisse. Einige kümmern sich beispielsweise um das Vieh. Andere arbeiten mit den Dorfbewohnern auf den Feldern, wobei die Dorfbewohner einen Teil der Ernte als Lohn erhalten. Eine Ausbildung als Mechaniker ist in Afrika für Frauen zwar ungewöhnlich, jedoch für die Gemeinschaft unverzichtbar. Schwester Alphonsine ist für die Fahrzeuge des Klosters verantwortlich. Erst vor kurzem hat sie die Prüfung als Automechanikerin bestanden. Aufgrund der Bedürfnisse der Gemeinschaft wurde ich auf eine Schule geschickt. Ich studierte am Technischen Institut in Bukavu, denn die Gemeinschaft brauchte eine Mechanikerin. Es ist schwierig für eine Frau, aber ich habe es geschafft, weil es für die Gemeinschaft notwendig war. Ihre Klassenkameraden waren skeptisch. Am Anfang reagierten einige negativ und glaubten, dass ich es nicht schaffen würde. Es war verrückt, welche Probleme ich anfangs mit der Ausbildung hatte. Aber am Ende des Jahres war ich daran gewöhnt. Alle freuten sich mit mir und waren stolz, eine Ordensschwester in ihrer Klasse zu haben.
Tod heißt auf Swahili Mbewaki, Unterernährung. Jede Mutter kennt dieses schreckliche Wort, da besonders die Kinder davon betroffen sind. Diejenigen, deren Nahrung nur aus Bananen und Süßkartoffeln besteht. Um gegen Unterernährung anzukämpfen, haben die Schwestern Kliniken eingerichtet, oft in den Tiefen des Urwalds, wo es keine andere Versorgung gibt. Eines dieser Zentren befindet sich auf der Insel Ijwi am Kivu-See. In dieser abgelegenen Klinik gibt es keinen Strom, wenig bis gar keine Medikamente und nur sporadisch anwesende Ärzte. Am Anfang war es schwierig. Wir hatten nicht einmal ein Haus. Einen Geburtstisch gab es auch nicht. Die Mütter brachten ihre Kinder auf Stroh zur Welt, auf dem Fußboden. Und bis heute haben wir keinen Tisch. Das Zimmer, in dem die Krankenschwestern die Sprechstunde halten, dient auch als Kreissaal. Wenn es gleichzeitig eine Geburt und einen Kranken gibt, hören wir mit der Krankenpflege auf und kümmern uns zuerst um die Geburt. Danach machen wir mit dem Kranken weiter. Durch den Bürgerkrieg ist die Armut noch größer geworden. Die Wirtschaft im Kongo war bereits vor dem Krieg angeschlagen und ist nun vollständig zusammengebrochen. In dieser traurigen Situation bemühen sich die Schwestern, Leid zu mildern und den Menschen in Würde zu begegnen. Und sie leiden mit ihnen. La souffrance. Leid ist für mich, einen Kranken zu sehen, dem ich nicht helfen kann. Dass eine Mutter unter Schmerzen ein Kind zur Welt bringt, das nicht überlebt. Oder wenn ich die Klagen jener Menschen höre, die keine Mittel haben, um für sich selbst zu sorgen. Während des Krieges wurden viele Bildungseinrichtungen zerstört. Schulen unter freiem Himmel sind nach wie vor keine Seltenheit. Und wenn es Strukturen gibt, dann fehlen die Lehrer. Entweder sind sie im Kampf gefallen oder vor dem Krieg geflüchtet. Das Resultat ist, dass viele junge Männer und Frauen als Analphabeten aufwachsen, was in der Zukunft dramatische soziale Folgen haben wird. Erst wenn die Feindseligkeiten zurückgehen, können Schulstrukturen, wenn auch notdürftig, langsam wieder aufgebaut werden. Auch die Schwestern der Auferstehung haben ein Klassenzimmer eingerichtet, das für Kinder aus den umliegenden Dörfern, die sonst keinen Zugang zu Bildungseinrichtungen hätten, als Schule dient. Das größte Problem ist, dass es so viele Kinder gibt und wir nur eine Klasse haben. Deshalb überlege ich und versuche verzweifelt, eine Lösung zu finden, wie man die Klasse erweitern könnte, sodass es in Zukunft eine Schule für die kleineren Mädchen und eine für ältere Kinder gibt. Es ist ein längerfristiges Projekt, für das im Moment die Mittel noch nicht reichen. An dieser Stelle wollen wir uns aus dem Film ausblenden und sprechen mit Christine de Coudray. Sie leiten die Afrika-Abteilung beim Internationalen Hilfswerk Kirche in Not. Und Sie unterstützen ja auch die Töchter der Auferstehung, von denen der Film gerade gehandelt hat. Nun sind seit dem Film 2 Jahre vergangen. Was hat sich denn seitdem bei den Schwestern getan und was tun Sie für die Schwestern?
Wir machen ziemlich viel, weil Pater Werenfried diese Kongregation gegründet hat. Und das ist genau wie wir helfen unserer Schwester am Ort und Stelle. Diese Kongregation von 200 Schwestern, die in verschiedenen Lagen eine echte Ausbildung brauchen. Sie sind überall tätig und nicht nur in Bukavu, am Grenze mit Ruanda, sie sind auch in Ruanda, sie sind in Kamerun, sie sind in Brasilien und tätig in verschiedene Richtungen. Zum Beispiel hat man neulich ein Krankenhaus in Bukavu, in der Nähe von Bukavu, ihnen gegeben. Das heißt eine neue Verantwortung für sie. Sie sind Krankenschwester selbst, aber wir geben auch eine Unterstützung für die Ausbildung von Schwestern als zukünftige Ärztin. Und das ist auch sehr wichtig. Sie sind auch im Krankenhäuser, sie sind bei alten Priestern, sie sind in Schüler, sie sind absolut überall Sekretariat des Bischofs und so weiter. So viele Schwestern gibt es. Ja, nun sind ja die meisten dieser Schwestern richtig da, wo es gefährlich wird, in den Brennpunkten. In Ruanda haben Sie erwähnt, im Kongo. Und wie kommt es denn, dass gerade eine solche Schwesterngemeinschaft so attraktiv ist, dass da junge Frauen sich in so großer Zahl melden? Ja, das ist jährlich für mich eine Bewunderung, muss ich sagen, für sie, dass sie so aktiv täglich sind, mit Hoffnung trotz allem. Diese Umgebung Großenseen ist wirklich ein Land der Märtyrer. Und 10 Jahre später kann man nur sagen, die Lüge in dieser Umgebung herrscht. Leider muss man es sagen. Das heißt, die ganze Wahrheit existiert überhaupt nicht über diese Situation. Und die Schwester, die Priester, die Bevölkerung selbst weiß nie vormittags, ob sie noch lebendig abends sein werden. Es gibt Kämpfe, es gibt Konflikte, es gibt Rache. Aber trotz allem probieren sie täglich eine echte Hilfe für die Bevölkerung zu geben. Anderes Beispiel, Vergewaltigung ist eine sehr schrecklich in dieser Umgebung. Und die Schwestern werden immer mehr in dieser Lage sich kümmern. Eine echte Stütz für die Frauen, die ihre Leben verloren haben eigentlich. Sie fahren ja jedes Jahr in den Kongo und sprechen dort mit vielen Menschen. Nun haben Sie gesagt, die Leute dort wissen morgens oft nicht, ob sie abends noch leben. Wie lebt man denn mit einer solchen Situation über viele Jahre? Ja, es ist natürlich eine Frage für uns und wir können die ganze Zeit erstaunt werden. Sie haben vor allem diese Glaube, dass sie für eine Bevölkerung täglich arbeiten müssen. Und sie sind dort als Zeuge. Nicht nur die Schwester, lokale Kongregation, aber auch die Missionare, die natürlich die Möglichkeit hätten, das Land zu verlassen. Und sie bleiben. Und ich habe mehrmals dieses Zeugnis gehört. Die Kinder oder Erwachsene, die mit den Missionaren sprechen, sie werden uns nicht verlassen. Sonst gibt es keine Hoffnung mehr. Sie wissen schon, wie total isoliert in dieser Situation sind. Deswegen ist es auch unsere Aufgabe, dorthin zu fahren, um Brüder und Schwestern zu besuchen. Die Hilfsorganisationen kommen ja oft nicht in solche Gebiete, gerade wenn es eben dort Konflikte gibt. Das macht wahrscheinlich die Aufgabe der Kirche so notwendig. Was tut denn die Kirche auch, um diesen Konflikt zu beenden? Im Kongo geht es ja nicht um einen Religionskrieg. Die meisten Einwohner sind ja Christen. Und da sollte man ja meinen, dass gerade die Kirche aufgefordert ist und Möglichkeiten hat, die vielen Parteien, die an diesem Konflikt beteiligt sind, zusammenzubringen. Ja, die Kirche hat viel zu tun dort.
und höchstens in der Richtung von der Versöhnung und Vergebung. Es gibt mehrere Möglichkeiten in Foyer de Charité zum Beispiel oder bei Ausbildungszentrum, entweder in Ruanda oder Burundi oder Kongo, an verschiedene besondere Anträge zu antworten. Ausbildung, tiefe Ausbildung, um Evangelium tief zu kennen oder zu erleben oder zu erfahren. Und diese Ausbildung ist nicht nur für Priester oder Schwestern, aber auch für die Laien, die eine große Verantwortung in der Erziehung der Kinder haben. Und deswegen sind wir wieder in diesem Fall anwesend, um an der Erwartungen der Kirche zu antworten. Wir sprechen natürlich mit der Bischöfin dieser Gegend, Ruanda, Burundi, Kongo, und wir geben auch Existenzhilfe an Schwestern, die natürlich keine Mastipends bekommen. Und diese Schwestern sind täglich tätig in Gefängnissen, bei den Gefangenen, die so viele, viele sind, und auch Waisenkinder. Und diese Zeugnis der Anwesenheit, tägliche Anwesenheit, ist wirklich eine Hoffnung für die Bevölkerung. Wo liegen sonst die Hoffnungen? Sie haben in Ihrem Jahresbericht eine Politikerin zitiert aus einer kongolesischen Region mit dem Ausspruch sinngemäß, wenn ihr uns helfen wollt, müsst ihr uns zuerst zuhören. Ist das etwas, was die Menschen dort beklagen, dass man ihnen einfach nicht zuhört, dass man es von außen besser weiß, was sie brauchen? Ja, das ist, glaube ich, eine Versuchung von Hilfswerken oder NGOs, für sie zu entscheiden. Und nach ein paar Jahren tätig in diesem Afrika-Referat muss ich sagen, wir müssen immer mehr unsere Zuhören vertiefen, unsere Anwesenheit vertiefen. Und in diesem Fall werden wir mehr verstehen, die Bedürfnisse und Erwartungen von unseren Partnern am Ort und Stelle. Sonst gibt es einen echten Schmerz für sie, wenn sie für sie entscheiden. Und ich würde auch sagen, wir besuchen sie als Brüder und Schwestern im Glauben. Und wir werden nie über materielle Unterstützung sprechen. Wenn wir Freunde oder Verwandte treffen, spricht man vor allem über Geld? Überhaupt nicht. In diesem Fall auch müssen wir einen vollen Respekt für sie haben und wirklich ein Gespräch über die Situation haben. Das ist, glaube ich, unsere zukünftige Verantwortung, nicht nur für die Hilfswerke der Kirche, glaube ich, aber für alle, die nach Afrika fahren. Wie ist denn das kirchliche Leben? Wie muss man sich das vorstellen, wenn die Gottesdienst feiern und das normale Gemeindeleben? Ist das ungefähr so wie hier oder wo liegen die Unterschiede? Es ist klar, dass die Kapelle oder Buschkapelle oder Kirche voll sind. Es ist auch interessant zu wissen, dass die Kirche im Südsahara hat in Kongo gefangen hat in den 16. Jahrhundert mit König Afonso und mit seinem Sohn Henrique, der Bischof geworden ist. Die Kirche hat in diesem Land begonnen. Und deswegen sieht man wirklich die Wurzeln dieser Kirche. Man sieht auch, wie wichtig dieses Evangelium für sie ist. Zum Beispiel Märtyre von Isidor Bakanja, der Katechist am Anfang des 20. Jahrhunderts war. Er wurde Märtyre. Er wurde auch selig gesprochen. Und Erzbischof von Kisangani hat einmal mir gesagt: Sehen Sie, der Baum wächst, es gibt keinen Lärm. Sie werden nie hören, wie dieser Baum wächst. Und das ist so, wie diese Glaube in unserem Land wächst. Der Baum wächst, der Glaube wächst, das ist ja schon etwas Positives auch.
Frau de Coudray, wenn hier über Afrika insgesamt die Rede ist, egal um welche Gegend es geht, wenn man bei uns die Zeitungen aufschlägt, es sind ja immer nur die negativen Nachrichten. Und man könnte den Eindruck haben, Afrika ist eigentlich so etwas wie ein verlorener Kontinent, ein Fass ohne Boden, wo man immer wieder Geld hineingibt und es bringt nichts. Sie kennen ja nun Afrika und zwar in seiner ganzen Breite von Nord nach Süd sehr intensiv. Wie sehen Sie diesen Kontinent? Gibt es da auch etwas Positives? Gibt es auch Sachen, die wir lernen können, gerade wir Europäer, von den Menschen, von den Christen in Afrika? Ja, natürlich gibt es viel von ihnen zu lernen. Ich bin der Meinung, dass wir noch nicht die echte Berufung dieses Kontinents entdeckt haben. Und das ist vielleicht unsere Aufgabe für die kommenden Jahre. Höchstens durch die Kirche, die wirklich die Stimme der Stimmenlosen ist. Und deswegen wächst die Kirche, die katholische Kirche, überall in Afrika. Weil diese Kirche kämpft für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit. Und die Bevölkerung weiß genau, wo die Zukunft für sie ist. Ich habe mehrmals diese kleine Fioritie erlebt. Zum Beispiel könnte ich auch mich erinnern, ich war in einem Dorf, eine alte Frau mit anderen Frauen, die ein Geschenk mir gegeben haben. Und jede von diesen Frauen hatte etwas zu geben. Und diese alte Frau hat einen Bankschein mir gegeben. Ich war so bewegt. Ist es möglich, dass ich von Europa komme und dass ich von einer so alten, armen Frau einen Bankschein bekomme? Das ist auch die Realität dieser Kontinente. Und man muss unbedingt dorthin fahren, mit diesem Wille, die Leute zu hören, zu verstehen, zu treffen und keine vorherige Entscheidung von uns zu haben. Ganz herzlichen Dank, Frau de Coudray, dass Sie bei uns waren und uns ein bisschen mehr Gefühl für die Menschen in Afrika gegeben haben. Und Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs innere Mitgehen. Weitere Informationen, wie Sie notleidenden und verfolgten Menschen helfen können, erhalten Sie unter folgenden Telefonnummern.